Das Dienstleistungsunternehmen Mercateo ist in Köthen fest etabliert. Bei einem Rundgang durch die Geschäftsstelle verschaffte sich die Wissenschafts- und Wirtschaftsministerin des Landes Sachsen-Anhalt, Professor Dr. Birgitta Wolf, einen Überblick. Zusammen mit dem Vorstandsmitglied Peter Ledermann und Oberbürgermeister Kurt-Jürgen Zander informierte sie sich bei Mitarbeitern über die Arbeit im Unternehmen sowie den Unternehmenswachstum. Ich glaube, ich verstehe jetzt etwas besser, warum so ein hochinnovatives Unternehmen so erfolgreich ist, was das Geheimnis des Geschäftsmodells hier ist. Und ich verstehe auch, warum es dieses Unternehmen nach Köthen gezogen hat und warum es auch gut nach Köthen passt und wir von Landesseite wirklich einfach nur Glück haben, dass Mercateo von München aus nach Sachsen-Anhalt gekommen ist und nicht irgendwo anders hingegangen ist. Im direkten Gespräch mit Auszubildenden stellten diese ihre Ausbildung vor und gaben der Ministerin einen Einblick in die Arbeit. Peter Ledermann erklärte, dass Mercateo am Standort Köthen eine Büroerweiterung von 1250 Quadratmetern bis Ende des Jahres plant. Damit wird sich die Zahl der Festangestellten von jetzt 200 auf insgesamt 320 erhöhen. Also so ein schnell wachsendes Unternehmen braucht gerade jetzt auch im Fall von Mercateo ganz konkret neue Gebäude, Platz für weitere Arbeitsplätze. Und solange wir noch Mittel für die Wirtschaftsförderung haben, überlegen wir natürlich auch immer, wie können wir helfen. Für die Region und fürs Land eigentlich das beste Erfolgsrezept, nicht mehr auf große Investoren von außen zu warten, sondern zu gucken, wo sind innovative Unternehmen im Land und wie können wir helfen, dass die Rahmenbedingungen stimmen, dass diese Unternehmen dann wachsen können. So ist das in anderen Regionen Deutschlands ja auch gelaufen. Da sind auch nicht DAX-Unternehmen vom Himmel gefallen, sondern da sind vor Ort kleine Unternehmen gewachsen, die waren dann Mittelständler, irgendwann große Mittelständler, irgendwann sind sie börsennotiert. Aber wenn der Sitz dann immer noch Köthen ist, ist das richtig dann so ein Wachstumsimpuls fürs ganze Land. Die Bauarbeiten für die Büroerweiterung beginnen recht zeitnah. Bereits im Februar soll es losgehen, erklärte Ledermann.